Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute gehen wir einer ganz, ganz spannenden Frage auf den Grund, nämlich welcher ist der richtige Put, wenn ich darauf spekulieren möchte, dass Tesla pleite geht? Jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht wundern, weil er ja weiß, dass ich ja im Innersten meines Herzens eigentlich ein Tesla-Fan bin. Und warum können wir dann jetzt über eine Tesla-Pleite sprechen und auch noch den richtigen Put dazu raussuchen? Naja, das Ganze ist, wie heißt es immer so schön, nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe eine Frage bekommen. Hallo Thorsten, viele Grüße an dieser Stelle. Und zwar war die Frage, welchen Put sollte man denn jetzt wählen, wenn man auf einen Crash, auf eine Pleite von Tesla spekuliert? Und die Frage fand ich insofern ganz interessant, als wir hier mal wieder so ein paar Vorgehensweisen erklären können. Und deswegen geht es also jetzt nicht darum, ob wir selber daran glauben, ob Tesla pleite geht oder ob die nicht pleite gehen, ne? Sondern es geht einfach darum, dass ich habe eine bestimmte Vorstellung. Und wie setze ich denn diese Vorstellung jetzt ganz einfach um? In der Frage waren drei Dinge bekannt. Wir können uns übrigens hier an der Stelle noch mal kurz einen Chart von Tesla anschauen, damit wir auch wissen, über was wir aktuell reden. Also Tesla jetzt hier, wenn wir dieses Video aufnehmen, so um die $330 in etwa. Und wenn wir also in der Frage waren, wie schon gesagt, drei Punkte ganz explizit genannt. Und zwar einmal, die Pleite wird erwartet im Jahre 2018. Das heißt, wir haben jetzt eine Jahreszahl. Es wird als nächstes gefragt, wie kann ich denn mit möglichst wenig Kapital, das heißt, wir wollen möglichst wenig Geld einsetzen, und den größtmöglichsten Hebel jetzt hier eine Option heraussuchen. Also das sind jetzt ganz klar unsere drei Vorgehensweisen, dass wir also sagen, okay, wir haben eine Laufzeit, wir wissen, wir wollen wenig Geld einsetzen und wir möchten einen möglichst großen Hebel haben. Es ist natürlich ganz klar, in so einer Situation wird man keine Optionen schreiben, das heißt keine Call-Optionen schreiben. Ihr wisst, prinzipiell würde ich das Schreiben nackter Call-Optionen bei Aktien vermeiden, gerade auch bei solchen volatilen Aktien, die natürlich jederzeit sowohl um 20% einbrechen, aber eben auch um 20 oder 30% steigen können. Das heißt, wir müssen hier, wenn, dann schon Optionen kaufen. Und da wir auf eine Pleite spekulieren, können wir also keine Call-Optionen kaufen, sondern wir müssen Put-Optionen kaufen. So, jetzt überlegen wir uns mal, was könnten wir denn machen? Also, wir haben als erstes die Jahreszahl. Ne? Die Idee ist, 2018 geht Tesla pleite. Was müssen wir also machen? Uns nützt es nichts, wenn wir eine Option kaufen, die eine Restlaufzeit von einer Woche hat oder 14 Tagen. Nein, wir brauchen schon eine, die diesen Zeitraum abdeckt. Und da kommen die sogenannten Leaps-Optionen ins Spiel, also diese langlaufenden Optionen, die immer im Januar eines jeden Jahres verfallen. Die gibt es in der Regel so anderthalb, zwei Jahre im Voraus. Momentan bei Tesla, ich habe nachgeschaut, die längst laufenden Optionen laufen bis zum 19. oder bis zum Januar 2019. Ich glaube, es ist sogar der 19. Januar. 19. Januar 2019, das sind von heute an ungefähr so 560 Tage Restlaufzeit. Das heißt, Punkt Nummer 1, Restlaufzeit muss also größer 2018 sein und deswegen eben eine Leaps-Option, Leaps bis Januar 19. So, damit haben wir das erstmal abgeklärt. Der zweite Punkt ist, wir wollen so wenig wie möglich Geld einsetzen und es soll ein möglichst großer Hebel rauskommen. Aus was besteht der Preis einer Option? Der Preis einer Option besteht grundsätzlich aus zwei Dingen, nämlich erstens dem sogenannten Zeitwert und zweitens aus dem inneren Wert. Jetzt wollen wir möglichst wenig Geld einsetzen, das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, inneren Wert mit zu bezahlen. Und das bedeutet, wir müssten Optionen wählen, die entweder am Geld oder weiter weg aus dem Geld sind. Und eine ganz einfache Regel lautet, je weiter weg man aus dem Geld ist, umso billiger, rein preislich betrachtet, ist diese Option. Das heißt, wenn wir jetzt momentan die Aktie irgendwo haben um, sagen wir, $330, dann ist alles, was hier unterhalb ist, ne, das sind jetzt alles Out-of-the-Money-Optionen und diese sind, je weiter wir weggehen, umso billiger sind sie. Jetzt habe ich extra mal nachgeschaut, was gibt es denn momentan überhaupt für Optionen? Und zwar aktuell sind Puts verfügbar, nehme ich vielleicht mal hier eine andere Farbe, von
Strikes 680 bis 50. So, und zwar eben diese Leaps-Option. Also Strikes 680 bis 50. Der aktuelle Preis ist 330, heißt also, wir müssten irgendwas darunter nehmen. 680 fällt also aus. Und deswegen habe ich uns mal zwei Optionen herausgesucht, um das zu vergleichen. Das eine ist der 320er Put und das andere ist der 50er Put. So, was kosten die jetzt? Das können wir vielleicht hier noch auf die Seite schreiben. Und zwar, der 320er Put, also eine Option, die leicht aus dem Geld ist, sie liegt knapp unterhalb des aktuellen Preises, kostet momentan ungefähr $55. Und da sich ja eine Option immer auf 100 Optionen bezieht, müssen wir das Ganze also mit 100 multiplizieren. Ganz simpel, zwei Nullen dran. Das heißt, diese Option kostet momentan ungefähr $5.500. Wie schaut es bei einem 50er Put aus? Da wird es viel billiger, denn die kostet nur $1.20. Das heißt, insgesamt nur $120. So, jetzt haben wir also zur Auswahl eine Option, die $5.500 kostet und eine Option, die $120 kostet. Da würde man spontan jetzt sagen, na klar, nehme ich natürlich die. Jetzt müssen wir aber mal gucken, okay, wann kommt das Ganze denn zum Tragen? Wie viel können die denn letztendlich auch verdienen? Und da werden wir gleich ein paar interessante Sachen sehen. Es ist natürlich so, wir können jetzt hier keine Analyse machen, können sagen, naja, so viel kostet das jetzt, wenn es am 17. Oktober eintritt und so viel am 3. März, sondern wir können das nur machen hier zum Verfall, nämlich im Januar 2019. Was wären die denn dann entsprechend wert, wenn tatsächlich die Pleite von Tesla eintreten sollte? Und als allererstes können wir uns mal anschauen, wo liegen denn die sogenannten Break-Even-Punkte, das heißt also, ab wann beginnen denn diese Optionen überhaupt Geld zu verdienen? Alles bezieht sich jetzt hier, die ganzen Aussagen beziehen sich jetzt hier auf den Verfallstag. So, also wir haben hier den 320er Put. Der 320er Put hat $55 gekostet, das heißt, das müssen wir jetzt entsprechend abziehen. Ne? 320 minus 55 und damit ich hier nichts Falsches sage, habe ich mir das schon mal aufgeschrieben und habe es mir schon mal in Ruhe ausgerechnet. Also das heißt, bei 265 beginnt quasi unsere Gewinnzone. Das heißt, die Aktie müsste von jetzt aktuell 330 auf 265 fallen und ab dann würde ich etwas verdienen, weil ich natürlich vorher hier diesen Preis ja herausverdienen muss. Ne? Also die Prämie, die ich für den Kauf des Puts bezahle, die muss ich natürlich erstmal herausverdienen. So, schauen wir uns dagegen jetzt den 50er Put an. Der 50er Put, der kostet $1.20. Das heißt, 50 minus 1,20 sind wir bei 48,80. Das heißt, um am Verfallstag mit dieser Option jetzt etwas zu verdienen, muss die Aktie von aktuell 330 auf 48,80 bzw. darunter fallen. Erst dann geht der Verdienst los. Ne? Also vorher verdienen wir nichts. Wenn wir also jetzt sagen, wir kaufen diese Option und die Aktie kollabiert tatsächlich und fällt von jetzt 330, sagen wir, auf 70, ist das eine tolle Entwicklung. In der Zwischenzeit wird die Option auch mal ein bisschen anspringen. Aber am Verfallstag wäre sie wertlos. Warum? Weil wir ja einen 50er Put haben. Was darf der Käufer eines Puts machen? Er darf die Aktie für $50 verkaufen. Wenn die Aktie am Markt 70 kostet, naja, dann wird sie niemand für 50 verkaufen wollen. Ne? Und deswegen wird dann die Option wertlos verfallen. Wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen in Prozenten anschauen, und zwar können wir ja mal sagen, okay, wir nehmen jetzt mal den absoluten Worst Case an. Tesla geht pleite und fällt auf Null. Ne? Also innerhalb von einem Jahr fällt das Ganze auf Null. Kann sich jetzt jeder ausrechnen, wie realistisch ist das? So, was würde man dann verdienen? Mit diesem 320er Put würde man dann, wenn die auf Null fällt, insgesamt $26.500 verdienen, was einen prozentualen Gewinn in Bezug auf den Einsatz von 381% beträgt. Ne? Also nicht schlecht, 380% Gewinn, dafür muss aber eben Tesla auf Null fallen und dann hätten wir müssen eben diese $55 bzw. $5.500 einsetzen.
So, was passiert jetzt hier mit diesem Put? Mit dem 50er Put, was ist, wenn es da runter geht? Können wir uns ausrechnen. Da verdienen wir dann $4,880. Und das bezogen auf einen Einsatz von 120 macht sagenhafte 3.966% Gewinn. Jetzt würde jeder sagen, hey super, ne? Jetzt machen wir doch, also wenn, können wir doch die Frage ganz, ganz klar beantworten. Wir kaufen natürlich hier für $120 einfach diesen Put. Geht Tesla pleite, fällt auf Null, dann verdienen wir hier 3.966%. Machen wir einen neuen Börsenbrief auf, ne? Die hat 3.900% Derivatebrief. Ihr wisst, das ist natürlich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ohne Grund kostet ja diese Option auch nur $120, weil es eben extrem unwahrscheinlich ist, dass die Aktie so weit runterfällt. Das heißt, jeder, der von euch jetzt so eine Spekulation vorhat, der muss sich entscheiden zwischen so einer Variante wie hier oder so einer Variante hier. Und alle, die sich ein bisschen mit Optionen auskennen, die werden sagen, naja, und da gibt es noch ganz viel dazwischen. Ihr habt vollkommen recht. Man könnte so eine langfristige Option jetzt kaufen, könnte dann permanent Puts, kurzfristige dagegen schreiben. Ne? Covered Put haben wir auch vor kurzem mal darüber gesprochen. Also, ihr könnt da ganz, ganz viele Dinge machen. Ihr seht bloß, diese Grundüberlegung, die wir hier haben, ich habe ein Underlying, ich erwarte, dass das Underlying auf Null fällt oder sehr stark im Preis einbricht. Wie gehe ich dann vor? Ich muss mir die Laufzeit anschauen, in welchem Zeitraum habe ich diese Erwartung? Innerhalb von 14 Tagen, innerhalb von einem Jahr? Weil das muss eben passen. Ne? Je länger ich kaufe, umso mehr Zeitwert bezahle ich. Kaufe ich es allerdings zu kurz und es tritt erst danach ein, habe ich ja auch nichts gekonnt. Und dann muss man eben sich realistisch überlegen, was bedeutet es denn? Wir sagen ja immer so leicht, naja, dann geht die Firma pleite. Aber ihr wisst, so eine Pleite kann sich auch über 10 Jahre hinziehen. Was ist dann, wenn es in der Zeit nicht unseren Strike fällt? Ne? Haben wir nichts davon. So, und deswegen ist es gar nicht so eine pauschal zu beantwortende Frage, welchen Put sollte man am liebsten kaufen? Ihr habt es hier mal ein bisschen gesehen. Ich persönlich, ganz ehrlich, würde gar keinen kaufen, weil ich die Wahrscheinlichkeiten für extrem gering halte, dass so etwas passiert. Das heißt, wenn ich auf einen Einbruch der Aktie setzen würde, dann würde ich das nicht mit einer Option machen, sondern würde ich die Aktien lieber direkt shorten. Im Falle von Tesla, die ist gerade auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen, vor einigen Wochen kommt zurück, konsolidiert gerade, die würde ich definitiv gar nicht shorten. Weil solange die Story geglaubt wird, kann jetzt jeder von euch denken, was er will, aber solange die Story von der Wall Street geglaubt wird, wird diese Aktie nicht so dramatisch einbrechen. Wenn sich das mal umkehrt, dann kann einiges passieren, aber solange das so ist, dann wird das definitiv nicht passieren und deswegen, ich wäre sehr vorsichtig mit Short-Spekulationen auf Tesla, weil alle, die das bislang gemacht haben, haben sich sehr, sehr die Finger damit verbrannt. Also dann, schauen wir mal, was wird. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video Ende 2018. Dann überlegen wir mal, ob Tesla pleite gegangen ist. Und falls es euch langweilig bis dahin ist, dann guckt zwischendurch immer mal wieder hier in diesen Kanal, abonniert ihn, weil zwischendurch wird es noch ganz, ganz viele Videos geben, nämlich jede Woche neu. Also, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und wenn ihr mal interessante Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare, schreibt uns hier an info@optionsstrategien.com und dann machen wir das auch gern, dass wir hier solche Fragen mal beantworten. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.